So, und jetzt können wir ganz kurz ruhig sein. Wiese und Dachziegel sind ja schon irgendwie dasselbe. Ich meine, es muss das egal aus. Die Farbe ist cool, aber es ist irgendwie nur zum Lachen. Hallo, wir sind unterwegs heute im Schlosspark von Putbus mit Frau von XX und Julia. Oh, heute hatten wir ein wundervolles Erstshooting mit Hi. Und man, genau, meine Frau war auch dabei. Und wie ihr seht, sind wir im Hafen. Moin, Grüße aus dem Studio. Nach zwei Tagen, wo hier gar nichts ging, weil ich komplett ausgeschaltet war, geht es jetzt mal wieder ein bisschen langsam los. Meine Frau fotografiert heute und ich mache so ein bisschen Lichtassi. Oh, voll die Tränen in den Augen. Boah. Chili selbst nachwürzen. Wie lustig. Boah. Oh, ist das scharf. Boah. Hey, heute Morgen mal ungewohnt ohne Brille, weil ist gerade beim... So, guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Kunden. Hey, cool. Aber passiert nichts. Wir stehen in Stralsund, Viertelstunde jetzt schon und es geht gar nichts. Was freue ich mich, ey. Was ein Montag. Heute Morgen. Ja, wir sind Studio-Action heute. Teddy, mein bester Freund. Und ich. Zwei mit wundervoll rundem Bauch. Haben ein wenig Spaß im Studio. Ja, hi. Und heute geht's um Ankleiden. Die Braut zieht ihr Kleid an. Das ist der Hammer. Wir dürfen dabei sein. Das ist ein Service, den wir mit Frieda Kleid zusammen anbieten. Und das ist echt super schön. Mann, 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 ey. Was macht man, wenn man einen Termin angenommen hat und den nicht wahrnehmen kann oder will oder irgendwas anderes dazwischen gekommen ist? Dann ruft man an, sagt Bescheid, Termin ist hier, tut mir leid, kann ich, geht mir auch so manchmal, habe ich jetzt auch gemacht. Gerade aus krankheitsbedingten Gründen kann ich sowas vollkommen nachvollziehen, wenn Krankheiten spontan kommen, was ihr gerne tun, wenn ihr die Welt nicht stundenlang voran oder tagelang, dann ist das auch vollkommen okay. Nur einfach die Leute hängen zu lassen, gar nicht aufzutauchen, ist so das Dümmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Luxus der Kfz-fahrenden Gemeinde. Tanken am Samstagmorgen. Oh Mann, ey, scheiße. 85 Euro für eine Tankfüllung. Leck mich am Arsch, seid ihr gestört? Ach, hallo Leute, wie geht's euch? Wir sind wieder zurück in unserem Studio. Schlecht geschauspielert, oder? Und abschließendes Bartag. Oh Mann, ey. Naja, herausragende Performance. So, Ferienwohnung Nummer 2 ist am Start. Und, ja, Pickel? Ja, Pickel, ey, wird wahnsinnig. Film nur noch so. Ferienwohnung 2 ist am Start und macht immer noch Spaß. Wir sehen uns. Bis dann. So, jetzt seht ihr das, was ich sehe. Und jetzt das, was meine Frau sieht. Achtung, da bitte nochmal den Hinweis festhalten. Es könnte schmerzhaft werden. So, Dille, zum dritten. Oh, Pickel. Auf dem Weg zurück. Heimweg, fast, also wir sind schon in Stralsund und Kind abholen und dann geht's weiter nach Binz. Wir sehen uns dann in Binz. Boah, erstmal in das. Wir waren gerade beim Orange Day in Binz und da hat uns gerade ein Regenschauer überrascht. Das war die Akteure, ihr wart der Hammer, ja, zu British gehalten. Das war eine schöne Aktion. Daumen hoch, weiter so. Moin, moin. Morgen, es ist Samstag. Und was für ein Samstag? Der Bart ist nicht mehr dearrangiert. Der Pickel ist weg, ich kann wieder ohne Hand vorm Kopf filmen und wir werden heute ziemlich viel Spaß haben. So, dann geht das wieder mal los. Ich sehe gerade aus, als hätte ich voll dick Fette hier so. So, dann geht das wieder los im Studio bei uns. Hier sind wir voll dabei, hier immer ein bisschen genudelt und nichts gesagt, aber hier total schön. Hallo, moin. Mein Handy hat ein Update, ich drehe durch. So, weiter geht's. Gerade wir sind wieder feiern und überhaupt die Übersetzung kommt gleich. Danke. Gedächtnisnotiz an mich. Bevor du das machst, überleg dir, was du sagen willst. Macht's um einiges einfacher und spart jede Menge Zeit. Und du nervst die anderen auch nicht so.